Ich weiß jetzt gar nicht, wovon er spricht, aber wenn er sagt, stimmt's. Also irgendwie hat er mir am Telefon sowas erzählt, aber der Michi, ne? Der Michi. Also, ja, grüß Sie Gott, grüß Gott. Hallo? Du brauchst ja, nur ein Mikro. Ja, wir hatten mal zwei. Aber es ist hier, wird nur improvisiert. Okay, das ist auch gut, dann kommen wir uns, nicht ins Wort. Genau. Grüß Sie Gott. Das wollte ich auch sagen. Also, was für eine Aufregung. Erstmal wollte ich auch Hallo sagen, dass ich hier sein darf, dass ich hier eingeladen bin. Und dann natürlich zum ersten Mal heute, also natürlich große Verehrerin von Rufus. Beck braucht man gar nicht dazu sagen. Hier ist er und natürlich mein Herz pumpert, aber mit einem wunderbaren Kollegen, heute hier zu sein. Und wir wollen dazu sagen, dass wir uns heute das erste Mal begegnet sind, aber waren sofort vertraut. Aber nicht das letzte Mal, ne? Das wird was mit uns, gell? Sofort vertraut, verwandt. Und es gibt keine größere Probe. Das ist heute ganz spontan und ganz direkt. Zack! Wir machen jetzt die Szene und danach gibt es einen Aufguss hier, ja? Weil es ist ja schon relativ warm. Jetzt müssen wir uns setzen. Wir setzen uns. Ja. Na, wir stehen, wir bleiben stehen, wir sehen uns. Wir bleiben stehen. Ja. Also. Wir bleiben stehen. Guten Tag. Warte mal, geh mal ein bisschen weiter weg. Ja. Ich bin ja hier hinter der Theke, bitteschön. Ich fange an. Guten Tag, Sie wünschen? Grüße Gott, ja. Einen Hut. Was soll das für ein Hut sein? Ja, einen zum Aufsetzen. Ja, anziehen können Sie einen Hut niemals. Einen Hut muss man immer aufsetzen. Nein, nein, nicht immer. In der Kirche zum Beispiel, da kann man einen Hut nicht aufsetzen. In der Kirche nicht. Aber Sie gehen doch nicht immer in die Kirche. Sie doch nicht. Nein, nein, nur da und hier. Nur hier und da. Ja, ich will einen Hut zum Auf- und zum Absetzen. Jeden Hut können Sie auf- und absetzen. Wollen Sie einen weichen oder einen steifen Hut? Nein, nein, einen grauen. Nein, ich meine, welche Fasson? Ja, eine farblose Fasson. Sie meinen eine schicke Form? Wir haben allerlei schicke Formen in allen Farben. In allen Farben, dann nehme ich hellgelb. Ach, hellgelbe Herrenhütte gibt es doch nur im Karneval. Einen hellgelben Herrenhut können Sie nicht tragen. Ich will ihn ja nicht tragen, ich will ihn ja aufsetzen. Mit einem hellgelben Hut werden Sie doch ausgelacht. Moment, Moment, aber Strohhüte sind doch hellgelb. Moment. Aber, ach, jetzt, Sie wollen einen Strohhut? Nein, 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 das ist mir zu feuergefährlich mit dem Strohhut. Tja, Asbesthüte gibt es leider noch nicht. Schöne, weiche Filzhüte hätten wir. Na, die weichen Filzhüte, die sind nicht gut, weil die haben den Nachteil, dass wenn man sie nicht hört, wenn sie vom Kopf auf den Boden fallen. Ja, dann müssen Sie sich halt einen Stahlhelm kaufen. Den hört man fallen. Spitze, ich bin Zivilist, ich kann doch keinen Stahlhelm tragen. Nun müssen Sie sich aber bald entschließen, was Sie für einen Hut wollen. Ja, ich möchte einen Hut. Ich möchte einen neuen Hut. Ja, wir haben doch nur neue. Ja, ich will ja nur einen neuen. Aber was für einen? Ja, einen Herrenhut. Damenhüte führen wir nicht. Ja, ich will doch keine Damenhut, ich bitte Sie. Sie sind schwer zu bedienen. Wissen Sie was, ich zeige Ihnen jetzt mehrere Hüte. Nein, ich will nicht mehrere, ich will einen einzigen Hut, weil ich habe ja nur einen Kopf. Nein, zur Auswahl zeige ich Ihnen jetzt einfach mehrere. Hören Sie, ich will keine Auswahl haben, sondern einen Hut, der passt auf meinen Kopf. Natürlich muss ein Hut passen. Also wenn Sie mir Ihre Kopfweite sagen, dann werden wir jetzt schon einen passenden finden. Ja, meine Kopfweite ist bei weitem nicht so weit, wie Sie vielleicht denken. Ich habe nämlich Kopfweite Nummer 55, aber ich möchte einen Hut in Kopfweite 60. Dann ist Ihnen der Hut doch zu groß. Ah ja, aber er sitzt gut, ja. Weil dann habe ich einen, wenn ich einen habe, um 5 Minuten kleiner, dann fällt er mir vom Schädel runter. Das hat auch keinen Sinn. Ja. Also wenn man Kopfweite 55 hat, dann muss auch die Hutnummer 55 sein. Das war schon von jeher so. Ja, von jeher mag das ja...
dass Leute an den alten Sitten und Gebräuchen hängen und einfach jetzt nicht mit der Zeit gehen. Was hat denn jetzt die Hutweite mit der alten Zeit zu tun? Erlauben Sie mir, die Köpfe der Menschen bleiben doch nicht dieselben, ja? Die ändern sich doch auch fortdauernd. Innen, aber außen doch nicht. Ja, also wir kommen jetzt da zu weit. Moment, Sie wollten doch jetzt meine Weite wissen, oder? Aber doch nicht von der neuen Zeit, sondern von Ihrem Kopf. Ich habe Ihnen doch nur erklären wollen, dass die Menschen in der sogenannten früheren Zeit andere Köpfe hatten als heute. Also das ist Quatsch. Natürlich hat jeder Mensch, solange die Welt besteht, seinen eigenen Kopf. Aber wir reden doch nicht von der Eigenart, sondern von der Größe Ihres Kopfes. Also lassen Sie mich jetzt Sie belehren. Und nehmen Sie jetzt diesen Strohhut hier, Nummer 55. Der Hut kostet 15 Mark, also Euro. Und schön und gut ist er und modern ist er auch. Natürlich lasse ich mich gerne von Ihnen belehren, denn Sie sind ja ein Fachmann, entschuldigen Sie, Sie sind natürlich eine Fachfrau. Also Sie sagen, wo ist denn der Hut jetzt? Wo ist der Hut? Ist das auch vorbereitet? Wo ist der Hut? Aber der Hut, Sie sagen also, dieser Hut ist modern, ja? Sagen Sie. Ja. Also was heißt denn heute modern? Es gibt heute Herren, sage ich Ihnen, sogenannte Sonderlinge, die laufen im Sommer und Winter bei Schnee und Eis ohne Hut im Freien und im englischen Garten sogar nackig herum. Nackig? Und behaupten, das sei das Modernste. Na, also, wenn man keinen Hut trägt, dann ist das modern. Dann will ich auch keinen Hut tragen. Ich danke Ihnen schön für die Beratung. Wiederschauen. Ja, ich warte mal zu mir, bitte. Jawohl. Der kommt aber nicht aus dem Boxen, oder? Meine Damen und Herren, liebe Freunde, alle, die sich hier einen Blick noch.